Hallöchen, ich möchte euch was zeigen. Und zwar habe ich mich in Unkosten geschmissen für einen Livestream oder für die Livestreams, die zukünftig kommen. Und zwar sowas hier, HDMI auf USB. Und ja, ich meine HDMI auf USB und nicht andersrum, USB auf HDMI. Da muss man nämlich aufpassen, weil das hier ist ein HD Video Capture Ring Livestreaming Gedöns. Damit kann ich wirklich HDMI auf dem PC aufnehmen. Es gibt es auch andersrum, USB auf HDMI, um Monitor oder irgendwas anzuschließen. Da muss man wirklich aufpassen, wenn man sowas sucht. Ich habe lange gesucht, um das zu finden. Ich habe auch extra geguckt, ob es USB 3.0 ist. Allerdings, die Chinesen sind ja so schlau, die faken selbst USB. Und zwar kann man das hier sehen. Ich hoffe, man sieht es auch. Das ist kein USB 3, das ist USB 2. Da sind nur die vier Pins drin. USB 3 hat ja noch hier vorne an der Kante noch mehr Pins. Kann ich das hier gerade mal zeigen? Wo ist der? Komm mal her. Wenn er lang genug ist. Nee, kann ich jetzt leider nicht. Ist nicht lang genug. Na gut, ich habe sonst. Habe ich noch? Doch, ich habe noch, glaube ich, was. Müsste ich erstmal auspacken. Ja, Kick. Ist egal, das ist USB-C auf USB 3. Und so würde USB 3 aussehen. Vier Pins und vorne sind auch noch mal ein paar Pins. Und das wäre dann eben der Vergleich, ne? Hier, das ist USB 2.0 und das wäre USB 3.0. Es macht nichts aus, also es funktioniert, würde ich so machen. Jetzt habe ich das ausgepackt. Kommt er gleich in die Kiste, sonst ist er weg. Wo war ich stehen geblieben? Also, ja, Fake USB 3 funktioniert trotzdem. Ich habe schon ausprobiert mit der Kamera hier auf dem PC. Super Bild, zeige ich euch nachher auch gleich. Mache ich dann das Ding am PC. Kamera und nehme beides auf, Kamera und PC, also über OBS, im OBS Studio, damit funktioniert das wunderbar. Mache ich die Bilder nebeneinander, ob man das sehen kann, ob dann Unterschied ist, weil ich möchte ja Livestream machen und mit der Kamera hier, mit der ich auch filme, kann ich auch zoomen und das ist gar nicht mal so schlecht, auch bei Livestreams. Ich hatte erst überlegt mit Raspberry Pi und Raspberry Pi Kamera, aber das wäre mir viel zu teuer geworden. Das hier kostet halt nur ein bisschen weniger und ist ein bisschen flexibler, sagen wir es mal so. Zwar wieder kabelgebunden, nicht WLAN, was ich beim Raspberry Pi gehabt hätte, aber macht nichts, ist egal. Vielleicht funktioniert das. Nee, funktioniert nicht. Oder doch, müsste funktionieren. Über MJPEG-Streamer und WLAN-Stick. Doch, das könnte ich auch mal ausprobieren. Vielleicht geht das, weil es ist USB 2.0, das passt. Geht ja. Also wenn ihr sowas hier sucht, ich verlinke euch das Ding mal unten. Also es ist nicht überragend teuer. Aber über 15 Euro mit Versand sind wir bei über 20 Euro. Die ich eigentlich für was anderes hätte brauchen können, aber egal. Es gibt ja auch solche HDMI-Aufnahmedinger für PCI Express, wie auch immer, für den PC intern. Aber diese Karten sind schweineteuer, weil diese Karten teilweise auch dieses kopiergeschützte Zeugs machen können. Ob dieses Ding hier kopiergeschützte Signale aufnehmen kann, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu testen. Ich habe zwar einen Blu-ray-Player, aber ich habe keine Blu-ray dafür. Ja, wozu habe ich dann Blu-ray-Player? Ja, den habe ich mal aus der Mülltonne gezogen. Was ich habe, das habe ich. Da funktioniert auch wunderbar. Also DVD spielt da ab. Aber DVD, glaube ich, geht nicht. Und sonst habe ich eigentlich weiter nichts. Ich habe nur noch meinen TV-Receiver mit Festplatte. Der hat auch HD. Und HDMI-Ausgang ist klar. Ob ich damit das hinkriege,
zu gucken. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die Kiste auch irgendwie Kopierschutz drin hat. Ich gehe mal von aus, wenn ich nämlich HD-Programme aufnehme, kann ich die Werbung nicht wegspulen. Das geht nur bei SD-Programmen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Also in HD muss ich mir die Werbung angucken, in SD kann ich sie wegspulen. Ob das jetzt einen Riesenunterschied macht oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das kann ich mal ausprobieren. Ich werde es gleich mal vorbereiten hier. Kamera aufnehmen, hier drüber am PC mit aufnehmen, dass ich beide Bilder nebeneinander kriege. Und dann weiß ich nicht, vielleicht mal das hier zeigen. Oder hier meinen alten Raspberry Pi 3, den ich ja noch habe, der kaputt ist, wo ich schon mal den PC getauscht habe. Werden wir ja sehen. Für Livestreams ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn ich denn auch mal so richtig schön reinzoomen kann, wenn sie dann mal scharf stellt. Solltest du eigentlich tun. Ja, ne? Zum Scharfstellen und so weiter, dass man auch mal ein bisschen was zeigen kann. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder und dann werde ich auch noch was erzählen. Gut, okay, bis gleich. So, jetzt haben wir hier Kamera nimmt auf, OBS nimmt auf. Ja, ich packe die Bilder nebeneinander. Ich guck mal, dass ich das hier drauf kriege. Am besten ist, ich gehe hier an die Seite. Zum Beispiel so, dass ich das nebeneinander legen kann, dass man da sehen kann, dass die eine Seite frei ist, die Seite hier, wie auch immer, jedenfalls eine Seite frei ist. Also auf dem PC sieht es ziemlich gut aus. Also da sehe ich das ordentlich. Wie es von der Kamera her ist, weiß ich nicht. Da sieht es auch recht gut aus, so auf dem Kamerabild. Eine Sache habe ich aber mitbekommen. Es kommt kein Audio aus meiner Kamera heraus. Oder das Ding hat keinen Audioeingang. Ich weiß es nicht. Er zeigt mir zwar an, dass er ein Mikrofon oder beziehungsweise einen Audioeingang hat. Aber ob die Kamera jetzt ein Audio rausschmeißt aus dem HDMI, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Müsste ich in weiteren Tests machen. Aber es geht mir ja darum, dass ich hier bei Livestreams, da habe ich sowieso ein externes Mikrofon, hier das sehen kann, ob das so gut ist oder nicht. Also ich denke mal, ich schreib mal bei, welches Bild welches ist. Das eine ist jetzt direkt auf der Kamera aufgenommen, das andere ist jetzt direkt OBS aufgenommen. So, und ich habe jetzt hier reingezoomt, kann ich noch ein Stück? Noch ein Stück kann ich. Also das sieht doch schon recht ordentlich aus. Wenn ich mit der Kamera noch ein bisschen dichter gehe, geht es auch. Ja, das wollte ich nur mal zeigen. Denn wird der Livestream demnächst wohl kommen über das Kassettendeck. Ich muss jetzt noch. Hat ja leider keiner gemacht, den Komponentenkleber da, den zwei Komponentenkleber kaufen und die Schrauben. Und dann kann das eigentlich auch schon losgehen. Ich werde ihn aber auch rechtzeitig ankündigen, so, ich weiß nicht, 2, 3 Tage vorher. Okay, dann danke fürs Zugucken. Und wenn ihr Interesse habt, auch so ein Teil zu haben, für sowas hier reicht es ja. Ob es jetzt noch mehr kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, das Ding ist unten verlinkt. Es kostet nicht so viel. Für sowas ist das eigentlich sehr gut. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken und bis zum Livestream oder vielleicht noch ein Video dazwischen. Okay, tschüssi.